Unsere Reise führte uns von Podgorica aus über die M4 nach Albanien. Hier in Albanien möchte ich euch eine Strecke vorstellen, für die wir zunächst 2 Tage geplant hatten, dann aber doch 3 Tage gebraucht haben. Es geht von Koblik auf ungefähr 100 Meter über Meereshöhe auf der SH21 nach Nordosten über Tess und dann weiter nach Süden bis Scutari. Albanien in den Bergen und da unten geht die Straße her, die wir jetzt hochgekommen sind. Die schmale Straße steigt auf 40 Kilometer Länge bis auf 1640 Meter Höhe an. Dort an einem Aussichtspunkt hört der Teerbelag dann auf und die spannende Strecke beginnt. Auf den nächsten 15 Kilometern nach Tess fällt die Straße wieder bis auf 740 Meter Höhe ab. Wieder runter, ne? Ja. Gibt es nur den einen Weg, oder? Ich glaube. Dieses Stück hat es jedoch in sich. Es gibt nur sehr wenige Stellen, an denen Begegnungsverkehr möglich ist. Und ab und an kommt halt Gegenverkehr. Das ist wieder so eine typische Strecke, wenn man sie nicht kennt. Man fährt ins Unbekannte, denkt sich, naja, wird schon gut gehen. Irgendwie gibt es sowieso keine Möglichkeiten zu wenden und umzukehren. Wenn man die Strecke allerdings kennt, ist es eine spannende Überlegung, ob man die noch ein zweites Mal fahren will, weil man ja weiß, was auf einen drauf zukommt. Ohne Gegenverkehr ist das alles eigentlich keine große Herausforderung. Kein Geländer, keine Befestigung am Straßenrand, teilweise geht es mehrere hundert Meter in die Tiefe. Wenn man nur deutsche Verkehrsinfrastruktur gewöhnt ist, kann das ängstlichen Menschen schon etwas bange machen. Von Tess aus ging es weiter nach Süden Richtung Scutari. Zunächst 15 Kilometer abwärts bis auf 320 Meter Höhe, stieg die Strecke dann wieder auf einer Länge von 15 Kilometern bis auf 1200 Meter Höhe an, um anschließend auf 50 Kilometer Länge bis auf Meereshöhe wieder zu fallen. Ich wollte euch eigentlich diese 3 Tage in einem Video zeigen, das wird aber einfach zu lang, so dass ich das auf wenigstens 2 Teile aufteilen werde. In diesem Video seht ihr also nur die Strecke von Koblik bis nach Tess.
barely breathing in the middle of the end. And now we're leaving with nothing to defend. So burn it down, the whole damn town. Bianca wüsste, wie eng es noch werden wird. Hier haben wir doch überhaupt keine Probleme. So viel Platz.
hier war dann nicht mehr genügend Platz, um einfach aneinander vorbeizufahren. Ha, eine Lücke im richtigen Moment. Der Typ mit dem G-Modell meinte zum Duo, was für eine geile Karre. In den albanischen Alpen. Es liegt im höchsten Teil des Trogtals auf ca. 750 Meter über Meeresspiegel. Umgeben von mehreren hohen 2000ern ist das auf jeden Fall eine Reise wert. Weiter über Stock und Stein nach Skutari geht es im nächsten Teil. Wenn ihr mitfahren wollt, den Kanal abonnieren und das Glöckchen läuten. Auch über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen.